Oh, hör auf damit. Was denn? Oh Gott! Ja. Oh. Da, genau, warte mal, wo bist du denn? Aber ich steck mal nochmal seine Waffe weg. warte mal. Auf Haar ruft man sein Pferd. Ich weiß nicht, wie die Taste heißt, aber diese komischen Pfeile mit dem Kreis, da tut man sein Setting da wechseln. Ja, das habe ich gemacht, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das einstecken kann. Das machst du auf diesen, wie heißt diese Größer-Kleiner-Zeichen da. Willst du die Waffe rein- und rausstecken. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie die Teile da heißen. Okay. Du bist in einer anderen Version, okay. Ja. Was haben wir denn hier noch zu erledigen, ne? Ja, das Spiel ist unendlich. Einfach alles. Okay, ich teleportiere mich anscheinend jetzt, ja, okay, ich teleportiere mich. Soweit ich weiß, sind wir stark genug, um jetzt alles auf die Fresse zu hauen. Ja, das weiß ich auch noch. Irgendwie bin ich jetzt da, aber ich kann dich noch nicht sehen. Alle Leute sind hier schwarz. Wer bist du denn? Ich bin der Blasse. Ja, ich weiß, Leute, wir müssen erstmal laden. Bevor ich erschreckt, als ich meinen Charakter gesehen habe. Ich habe vollkommen vergessen, dass ich ein Vampir war. Ja, wir müssen gucken. Du kannst ja Blut von feindlichen Humanoiden trinken, ohne. Ja, das haben wir. Ich sehe schon ein Schild. Ja, der Schild. Und ich habe eine Schlange mit Flügeln. Ja, ist in die Ecke, wo wir sind. Gradwald, glaube ich. Na, no, der Daniel dürstet nach Fleisch. Na, bist du ja. Ja, ich bin hier und das ist meine Schlange. Was ist das denn? Das ist eine Schlange mit Flügeln, lass die in Ruhe. Wo sind wir denn, ja? Und diese Maschine, das waren Begleiter, den es gratis gab für eine Zeit. Ach so, ja, hast du mir, glaube ich, gesagt. Ja, hatte ich dir erzählt, aber das, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie ich das viel genannt habe, ganz ehrlich. Was denn nicht an? Vampire essen schlagen. Seit wann da? Komm, wir gehen. Wer jault denn da so? Also, der, ja, stimmt. Der sitzt da auf einem Wolf und tut das, was machen, wenn wir auf einem. Der macht das hier, wie das nochmal. Echt jetzt auf das Pferd und dann ins Wasser, Daniel? Ja. Hast du nichts dazu gelernt? Das sieht so merkwürdig aus, wenn ich schwimme mit meinem Schild, ey. Wie können wir eigentlich springen, während wir im Wasser sind? Na, jetzt mal ernsthaft, das macht sowas von keinen Sinn. Wir sind überpowered jetzt. Wir können das. Komm, wir töten die Power. Hin. Warum ist da eine Katze im Bett? Der gehört halt die Katze hier. Wir müssen den Schlüssel zu Luke finden. Ja. Dann wirft er ihn weg, wenn wir ihn geben. Ja, der ist ein Spasti. Hoffentlich beißen sie sich, hoffentlich schießen die sich nicht damit in den Fuß, hier die Dämonen-Typen. Wenn sie die Serie, die sie da machen, da verkacken, dann kriegen sie aber Ärger. Nein. Oh, hier ist irgendwas trockener. Naja. Oh, Unterwäsche. Ich will die anziehen. Ich glaube, die haut uns gleich mit dem Besen, Daniel. Los, schalte sie aus. Zum. Geh in den scheiß Keller. Was sehe ich hier gerade? Hat der eine Gitarre in der Hand? Wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Ey, wir sind gerade mal im Spiel. 5 Minuten, ey, und schon geht hier schon wieder der Mongo-Scheiß los, Alter. Guck mal, die ganzen Skelette und so. Ich weiß, ich sehe es, ich hasse es.
Ich halte es hier nicht mehr aus, ey. Meine Fresse. Olgas Unterhemdchen hat derbes Lied. Ich bin so froh, dass ich kein Ork bin. Das Lied gefällt mir. Los, Daniel. Ich bin jetzt einer von denen. Ma! Ganz vergessen. Ich hab's vergessen. Der Chef. Na! Ich glaube, meine Schlange frisst die Knochen. Ey, hier sind Orks aufgespießt, Alter. Was macht deine Schlange da? Lass die in Ruhe. Ein hübsches, dummer Mädel, was, ne, Dunmeer-Mädel. Ja. Aufrennens Tor hat ein Lied für meinen süßen Schatz. Das schönste Wesen von allen, das ist immer Liebe, die anderen bedeuten mir überhaupt nichts. Derbes Lied, was soll ich denn? Eine dritte und vierte gefällt mir. Ich bin so froh, dass ich kein Ork bin. Jetzt will ich eigentlich verarschen. Das ist ja noch ein derberes Lied, was ist denn das hier? Wie winken der Lied an, Ficken? Ich weiß, warum der tot ist. Das Lied war zu derbe, die Leute haben den umgebracht. Was ist denn das, Alter? Du musst dir mal vorstellen, Daniel, dass das keine Skelette werden. Was ist das für eine Szenerie, ey? Der Typ da mit dem Kopf in der Hand. Ja, der Shakespeare, ne? Ja, was wäre das, wenn die keine Skelette wären? Wenn die noch Fleisch an den Knochen hätten, was wäre das dann für eine Szene? Was ist das hier für ein Pornokeller? Oh, Daniel, sperr mich hier ein, ich will hier rein. Das ist ja wie Han Solo, ey, mit seinem Pornobrat, ey, der wollte auch in den Keller. Was haben sie mit dem gemacht, ey, boah? Dem einen im Käfig, meinst du? Ja. Ey, was stimmt denn mit den Leuten hier nicht, ey? Ah. Boah, Katze halt die Fresse. Was ist los? Die Hausfrau verprügelt mich. Dann trinkt die aus. Ah, ne, das geht jetzt nicht. Ich glaube, ich setz mal nochmal Fähigkeiten ein. Ja, so, yeah! Was ist das, Bitch? Ich glaube, die hat Schmerzen. Meinst du, ist es okay, dass wir die umbringen? Also nicht. Die hat mich erst angegriffen, also. Ich nehme an, wir haben ihren geilen Pornokeller gefunden. Ja, wir haben die gerade umgebracht, verpiss dich. Du hast nichts gesehen. Was sollten wir hier überhaupt machen? Wir sollten mit irgendjemandem reden, ja, aber... Ich glaube, die haben wir umgebracht. Mit wir meine ich dich. Das ist ein Gewölbe, das nehmen wir auseinander. Alles klar. Vielleicht finden wir noch so einen Keller. Die Höhle der gebrochenen Segel. Was soll denn der Scheiß? Na, jetzt mal ernsthaft, mit dem Schiff geht man doch nicht in eine Höhle. Warum sind denn da Segel? Ey, wer denkt sich denn diesen Scheiß immer aus, ey? Ich habe mich gefragt, müssen wir die auch umbringen? Was? Ist es mein Sorion? Das war wohl unvermutlich. Wer ist denn das? Wer ist das? Wir haben mit der Quest zu tun, die wir gerade gemacht haben. Verstehst du das nicht? Wer ist denn Sorion? Er hatte eine Affäre, aber das endete böse. Die Frau hat ihn ermordet. Lügen, er wurde von einem Troll gefressen. Es war nichts übrig, außer Knochen. Alles klar. Ja. Er hatte einen derben Pornokeller. Doch bist du. Du bist eine Närrin, weil du mir geglaubt hast. Guck mich doch mal an, ey. Und guck dir den Freak mal an. Der hat rote Augen. Der frisst Menschen. Ich bin vertrauenswürdig. Ja, du bist Edward von Twilight. Oh, Bella, lass mich glitzern. Nur noch bezaubern. Ich zünd mich sofort an, wenn du anfängst zu funkeln, ey. Ja, ab in den Gulli, da gehören wir hin. Kanalisation. Ja, kann ich nicht rein. Kommen wir da hoch? Wenn nicht, müssen wir von hier, werden wir wieder von den Piranhas gefressen. Oh Mann. Der Daniel geht schon in die andere Richtung. Ich will nicht gegessen werden. Ich bin lieber der Fresser als der Gefressene. Richtig. Möchte ich euch meinen Assistenten Solimir vorstellen. Hier ist niemand. Ich setz mich mal hin. Mir hält hier gerade einer eine Rede. Ich weiß, bei mir auch. Ich sitze hier gerade.
Jetzt mich auch. Was zum Teufel? Hey, guck mal, wie ich sitze. Okay, du kannst mich nicht sehen. Ich bin hinter dem Vorhang. Ja. Ich sitze auf einer Bank, mehr oder weniger. Ich sitze auf einem Stuhl und gucke irgendwie in dieselbe Richtung wie du. Was tut ihr da? Nein! Das ist besser, oder? Okay, ich bin jetzt nicht aufgestanden, obwohl mein Schild aktiv ist. Oh, er hat sich in eine Ziege verwandelt. So ist er vielleicht etwas weniger störrisch. Die Wand hier ist im Weg, ich sehe nicht so gut. Spaß. Es wird Zeit, meinen Assistenten zurückzuverwandeln. Siegenfleisch? Solimir, kehrt zurück zu eurer wahren Natur. Oh Gott, der ist ein Demo. Ihr habt meine Pläne durchkreuzt und jedem in diesem... Echt jetzt? Was ist denn das für ein schittiges Schauspiel? Solimir, ihr wart die ganze Zeit über ein Dremora. Boah, das sind echte Schauspielkünste. Ihr wart die ganze Zeit ein Dremora. Ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten? Sitze ich bei dir nochmal. Nein, die Stimme passt gar nicht zu dem, Alter. Die hört sich immer noch an wie ein normaler Mensch. Dabei ist der... Die Leute sind am Buhen. Ihr habt eines vergessen. Die wissen schon, dass das schrecklich da auf der Bühne ist, ne? Sterblicher Wurm. Das Volk von Gradwald ist eng mit dem Wald selbst verbunden. Muss die Show ein bisschen aufpeppen. Cool, wie klein der ist. Okay, der ist nur ein bisschen kleiner als ich hier. Was sind denn das für Lichter? Geile Special Effects. Ist das wahr? Der grüne Pakt ist nicht echt. Was für ein grüner Pakt? Nicht genug, um euch in das Loch zurückzutreten, aus dem ihr gekommen seid. Ich glaube, die kriegt dem gleich in den Arsch. Dann siehst du dasselbe wie ich, ey. Haben wir hier schon wieder irgendwas getrunken? Was ist das? So schöne Effekte. Alter, ey, das sieht echt krank aus von hier aus, ey. Alter. Dank eurer Hilfe, oh, er ist tot, alle. Alle klatschen direkt. Seht die Macht des War das jetzt real oder gehört ihr da zum Schauspiel? Ich hoffe, allen hat ist die Vorstellung egal. Gefallen. Echt jetzt? Meine Schlange faucht. Ich hab auch 12. Was denn? Hilft den Zirkusartisten immer noch. Was ist denn mit der Krabbel los? Brennt die jetzt für immer weiter, oder was? Du siehst das auch, oder? Ja. Jetzt nicht mehr, okay. Ah, greift doch nicht mich an. Zum Glück ist mein Pferd unsterblich, so wie ich. Geht weg, sterbliche Abschauung. Ich muss mir mal angewöhnen, einmal hier täglich online zu gehen, damit ich meine Ausdauer hier auch hochkriege. Mein Pferd. Ja. Das erinnert mich gerade an das. Das war damals noch lustig, ja. Als der Daniel sagte, ich versuche einmal in der Woche online zu kommen zum Spielen. Das war vor 7 Monaten oder so. Ja. Das war geil. Ach. Ja, vor 3 oder 4 Monaten irgendwie. Das war im September. Ja? Yeah. Ja. Dann hab ich das Video erst so spät hochgeladen. Herr Sterbe. Ui. Das waren noch 5 Dinger. Ja? Wie viel hab ich denn? Ja, du hast ja voll viele, ich weiß. Ja, so viele nun auch nicht mehr, ich weiß nicht. Ich bin ja meine Werwolf-Fähigkeiten am Hochleveln, stimmt ja. Ich muss mich mal wieder verwandeln und Erfahrungen sammeln. Und wir müssen mal hier jemanden versuchen, an den du dich heranschleichen kannst und trinken kannst. Muss ich das überhaupt machen? Okay, wie war das nochmal? Phase 2. Habt euch am feindlichen Moment, indem ihr euch hinterhin... Phase des Vampirismus zu senken. Nur was bedeutet das nochmal? Wenn das höher ist, dann... Dann nimmst du... Ja, dann kosten deine Vampirfähigkeiten weniger. Ja. Aber du nimmst dann auch mehr Schaden durch Feuer oder sowas, weiß ich nicht. Viel Glück bei der Suche nach. Jetzt schau sich. Ich habe ja herausgefunden, dass wenn du die in den Stadtwachen ja oder so oder Leute in den Stadt angreifst, wirst du ja gesucht. Ja. Aber wenn du feindliche Gegner an dich ja die heranschleichst und die dann nicht. Ah. So, du musst dich halt an die heranschleichen. Und das ist. Und die müssten am besten das Humanoide sein, soweit ich weiß. Also können nicht von irgendwelchen Monstern trinken. Ja, haben wir schon das Licht, das ist nur ein Gewölbe, das nehmen wir noch auseinander. Ja. Obwohl Gewölbe waren jetzt nicht die schweren Sachen. Nee, aber. Ja, ich weiß. Die Piratenzeichen oder. Ja, genau. Ja, ne, die haben wir auch schon geschafft. Ja, aber.
Wir haben immer noch nicht die Spinnen gemacht. Aber ich auch schon geschafft. Nee, die wollten wir eigentlich machen, aber der Daniel sagt auch später. Aber wir haben schon mal so eins geschafft, glaube ich. Oder? Ja, nein, wir haben schon so eins gemacht, aber nicht das eine bestimmte da mit den Spinnen, das wir als erstes versucht hatten damals. Ja, das nicht dann. Da sind wir zweimal gescheitert. Diese beschissenen Wichsviecher. Ey, der war doch dämlich, ey. Die rennen einfach an den ganzen Bots da vorbei und kommen direkt auf uns zu, ey. Und dann kamen die Bots, nachdem wir alles erledigt haben. Ja, nachdem wir alles erledigt hatten. Geil! Wie kommen wir denn da hin, ey? Ja, das ist immer die ewige Frage, Daniel. So fängt fast jedes Video an. Wie kommen wir denn da hin? Wie bin ich denn hier? Wie bin ich denn hierher gekommen? You know a man, Bad. Ja, ihr stirbt sowieso. So. Rennen? No, dann zwei bei Werwolf-Berserker, sehr schön. Wie Pfeil und Bogen. Ich glaube, das war ein Verbrechen aus Hass, Daniel. Ja, der war schwarz. Weil eigentlich ist Verbrechen nicht ein Verbrechen aus Hass. Ja, das geht schlecht, Daniel, wenn die zu dir gedreht sind, oder? Kannst du aber suchen. Das stimmt allerdings. Dich. Ist das der Oberwurst? Ja, Lieutenant Kari. Oh, das ist Nebelscherbe. Nehmen wir gleich. Hier mit von hinten. Ah! Oh, gleichzeitig, ja, das war sehr schön. Ist einfach gegen den gerannt. Lass mich dich an dich nähern, ich will deine Stärke haben. Ja, einfach nur wie ihr beiden versucht, gegeneinander zu rennen, ne? Das bin ich allein. Ich kann nicht mal fliegen, wenn ich im Werwolf bin. Ich bin jetzt nicht in die Luft gegangen. Ist hier nur irgendwas? Was müssen wir ja machen? Naja, wir müssen hier, da rein. Hier rein. Glaube ich jedenfalls. Geh du mal vor, Daniel. Oder was warst du da? Ich mach das auch mal. Ich weiß zwar nicht, wo wir den Stab her haben, aber. Wir fuchteln einfach mal mit einem Stäbchen. Ja, warum auch nicht, ne? Keine Ahnung, wo wir ihn her haben. Oder warum? Ja, wo kam der her? Die uns den gegeben hatten wir den schon immer. Wir sind mit so einem Stab geboren worden. Oh, ein neues Buch. Wo ist? Ich hab den Bücherregal hier geguckt. Warum Buch? Jawohl. Was soll die Brille? Ich bin mit der Brille geboren worden. Ich kann da nicht rein. Ach da. Ja. Ja, geil. Statt die Tür direkt aufzumachen, erstmal muss man auf so einen scheiß Knopf drücken. Dafür ist die Zukunft, dann statt eine Türklinke zu benutzen, erst so einen Knopf und dann kannst du die Klinke erst benutzen. Ja. Boah. Der Daniel hat gar kein Problem damit, ey. Ja. Erstmal musst du um die Tür dreimal rumlaufen. Erstmal ein Kreuzworträtsel lösen. Ja. Yeah. Du musst in Aramäisch antworten, um die Tür zu öffnen. Oh Gott. Was ist das für ein Bär? Wo kommt der denn her? Warum leuchten die Augen von dem so? Ich glaube, der ist besessen. Wir haben gar nichts mehr zu erledigen. Das glaubst du auch selber nicht. Meine Schlange widerspricht dir. Wo ist denn Grünschatten? Das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht irgendwie weiter zurück in den Anfangsdingern? Boah, ich hab keine Ahnung. Ja. Da müssen wir von diesen Pott-Typen hier irgendwie was machen. Wie bin ich denn hier raufgekommen?
waren wir noch gar nicht. Ich habe hochgekommen. Dann lass mal reingehen. Ich bin hier oben. Wie ich sehe es. Wir müssen auch noch tanzen irgendwann heute. Echt? Ja. Ich kann nicht tanzen, ich habe ein Schild. Das Problem, das ist gelöst. Ich gehe einfach irgendwann raus. Du machst dich einfach ganz nackt. Ja, der Witz ist alter. Der war schon in einem der Videos. Wo ich gesagt habe, ich muss doch nur eins aus. Also tanzt du nackt. Okay, also nackt.